Auch der Patient kann zur Knochenbruchheilung beitragen. Letztendgültig kann man da grundsätzlich zwei Gruppen von Risikofaktoren unterscheiden. Es gibt patientenabhängige Risikofaktoren. Dazu gehört das Alter, das Geschlecht, eine Mangelernährung, aber auch der Konsum von Nikotin oder Alkohol oder eben Begleiterkrankungen, die ein Patient mitbringt, wie zum Beispiel ein Diabetes. Und dann gibt es da eben abzugrenzen die unabhängigen Faktoren, die jetzt nicht so im Einflussbereich des Patienten liegen. Dazu gehört zum Beispiel die Frakturart, ob ich einen Trümmerbruch habe oder einen glatten Bruch oder aber auch ein begleitendes Weichteiltrauma, wo unter Umständen auch eine offene Fraktur vorliegt. Wenn ein Knochen nicht heilt, ist das in der Regel mit Schmerzen für den Patienten verbunden. Es gibt natürlich neben der ausbleibenden Knochenbruchheilung auch noch weitere Komplikationen eines Bruches. Das können Begleitverletzungen der Gefäße oder Nerven sein. Es können Blutergüsse entstehen, die Schmerzen verursachen können. Und es gibt auch eine sogenannte Knochenbruchkrankheit, der sogenannte Morbus Sudeck. Insbesondere am Handgelenk, wenn da mehrfach versucht wird, den Knochen geschlossen wieder einzurenken und das in einer sehr brüsken Art und Weise passiert, können eine derartige Knochenbruchkrankheit entstehen, die ebenfalls mit Schmerzen für den Patienten und Bewegungseinschränkungen verbunden ist. Auf Patientenseite natürlich erstmal danach schauen, dass man einen möglichst gesunden Lebenswandel hat, sprich auf Nikotin verzichtet, wenn zum Beispiel ein Knochen spätestens dann eingetreten ist, ein Knochenbruch. Eine ausgewogene Ernährung, was natürlich vermeidet, dass man zum Beispiel einen ausgeprägten Diabetes bekommt. Man sollte auf eine ausreichende Vitamin D- und Kalziumzufuhr achten. Das ist das, was letztendlich von Patientenseite dazu beigetragen werden kann, um die Knochenbruchheilung zu begünstigen und etwaige Komplikationen zu verhindern. Ärztlicherseits gehört dazu natürlich eine entsprechende adäquate Behandlung, sei es nun in Gips oder mit offen chirurgischen Vorgehen, Platten oder Schrauben, Osteosynthesen, dass die eben möglichst weichteilschonend durchgeführt werden und mit einer adäquaten, ausreichenden mechanischen Stabilität.